Wenn du gehst, dann gehst du nicht allein. Es könnte doch so anders sein. Gib mir deine Hand, schließ deine Augen, lass uns nochmal daran glauben. Wie fängt man bei so einem Interview am besten an? Ich stelle mich einfach erstmal vor. Mein Name ist Philipp Wendt. Ich mache seit kurzem Musik wieder. Ich habe eine Zeit lang auch keine Musik gemacht. Und hauptsächlich jetzt Gesang. Und ja, ich spiele natürlich auch noch Instrumente. Also eins, erstmal. Klavier. Ich schau dir tief in die Augen. Wie bin ich zur Musik gekommen? Erste große Liebe, sagt glaube ich vielen was. Mist gemacht, hat sich getrennt und dann aus einer schlechten Phase heraus eben ersten Songtext geschrieben. Also praktisch habe ich zum Anfang erstmal gerappt. Und irgendwann wollte ich aber mehr und habe dann angefangen mit Singen. Und du spürst das, was nicht stimmt. Meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, für dieses Jahr zumindest erstmal, ist ein paar gute Songs zustande zu kriegen und vielleicht sogar schon das Album zu Ende zu kriegen. Und ja, kleine Erfolge schon zu haben, wie ein paar Auftritte und so. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Ans EMB Recording Studio bin ich so geraten. Ich habe eine Künstlerin, ehemalige Künstlerin von MB Recording kennengelernt auf der Arbeit. Also der Praktikum bei uns gemacht und dann habe ich sie spontan einfach mal angesprochen. Hey, hast du schon mal Musik gemacht? Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Ja, und dann hat sie mir gesagt, der Herr Bertram, also Michael Bertram, hat ein Studio und ist für Künstler immer offen. Ich hab das alles nicht gewollt, was kann ich dir noch geben? Auf meine Texte komme ich meistens spontan durch gewisse Situationen in meinem Leben, aber auch durch Ereignisse, die stattfinden, von denen ich unbedingt irgendwie berichten möchte, die ich loswerden will. Wir hatten viele Pläne, die wollen wir noch erleben. Natürlich habe ich ein paar Auftritte, also es sind noch relativ wenig, weil man ja wenn immer gecovert hat vorher, weil ich selber ja noch keine Aufnahmemöglichkeiten hatte oder so. Vor etwa 120 Leuten, also erst noch was relativ Kleines. Trotzdem hat es den Leuten schon gefallen und ja, ich hoffe, es wird mehr. Auf jeden Fall. Wenn du gehst, dann gehst du nicht allein. Es könnte. Also momentan ist es noch ohne Band. Es läuft ein Halbplayback und der Live-Gesang folgt von mir. Wenn du gehst, dann gehst du nicht. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. In erster Linie, glaube ich, will man erstmal so viele Leute ansprechen wie möglich. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wenn du gehst, werde ich trotzdem bei dir sein. In erster Linie ja. Es wird aber auch so sein, dass ich mich in andere Situationen versetzen werde. Es war die Nacht, die alles verändert. Im Moment arbeiten wir an einem Album, was erstmal komplett Geschichten über mein Leben beinhaltet. Was danach folgt, das sehen wir dann. So ein Moment, der alles zerstört. Ich möchte mich bei allen bedanken, die so fleißig für diverse Internetportale gewotet haben. Dadurch haben wir sehr gute Erfolge erreicht. Wir hatten auf diversen Internetseiten Platz 1 erreicht, womit ich sehr zufrieden bin. Dafür bedanke ich mich sehr. Und ich hoffe in Zukunft, dass ihr weiter so fleißig für mich votet. Damit können wir, denke ich, noch eine ganze Menge gemeinsam erreichen. Vielen Dank dafür. Wenn du gehst, dann gehst du nicht allein. Es könnte doch so anders sein. Gib mir deine Hand, schließ deine Augen, lass uns nochmal daran glauben. Wenn du gehst.